Schnee. Also eine Schnecke ist 2000 Meter groß. Wladimir Putin war die erste Nacktschnecke auf dem Mond. Was? Das war James Bond, aber okay. Achso, Entschuldigung. Sie, achter Fakt. Snacken zahlen keine Steuer, die Wichser. Männliche Haie heißen Heiko, weibliche Haie heißen Heidrun. Hab ich dir das geschickt? Ja. Ja. Das ist ja gut. Haie sind bei uns nicht heimisch. Ja. Haie legen ihre Haieier an den Strand. Die Haiküken. Wenn wir die Haiküken schlüpfen, gehen sie so schnell wie möglich ins Wasser. Manchmal schlüpfen auch zwei Haie aus einem Ei. Sondern zwei Haie. Zwei Haie. Ein Hai besteht zu 69% aus Haiweiß. 4% aus Haigelb. Aus Haigelb und der Rest ist Haischale. Haie sind heimisch in Hawaii und Taiwan. Gott. Verdammt. Ich fühle mich gerade um 10 Jahre verdummt. So. Bekannte Haie sind der weiße Hai, der Tigerhai, der Hammerhai und der Osterhai. Der was? Der Osterhai. Und der kleine Mietshai. Ah, der Mietshai, ja, da stimmt. Die Mietshai. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Worte wären gut, Thomas. Worte. Ja. Wenn nicht der Hai ist Heiko, der Wolf ist Heiko. Heike. Nein, Heieiei. Oh Gott. Finden sich zwei Haie, kommt es zur Heirat. Hey, wir sind dabei. Ey, cool, nur Städte. Geil, auf nach Berlin. Berlin. Nach London, wir waren schon lange nicht mehr in London. Ach, die Heirat. Naja. Die Heirat, ja. So, habt ihr es jetzt reingeschafft? Ja. Den Flo. Ich geh weg. Du stehst immer neben mir. In der Mitte ist Paul. Ich stehe neben mir. Ja, Mann. Nicht neben anderen. Nein, Flo, das war Forza Horizon 4 im Ladebildschirmfehler. Wenn der Fahrer im Auto saß und dein Fahrer auch gleichzeitig daneben stand. Ja, stimmt. Gibt's leider am 5. nicht mehr, ich bin enttäuscht. Oh, schade. Ja. Oh, da muss ich auch noch reinspielen, mein Gott. Ja, 5 könnte ich auch mal wieder. 5 könnte ich auch mal wieder spielen. Na, ich habe das Weekly-Zeug noch gar nicht angefangen. Ich glaube, ich mache das morgen Abend. Ja. Oh, da kommt ja nächste Woche nach Forza Motorsport raus, mein Gott. Oh, stimmt. Ja, das werde ich dann auch irgendwann mal spielen. Das werde ich wahrscheinlich links liegen lassen. Hey Leute, kommt in den Stream und hört einer Gruppe alter Männer zu, wie sie ständig gehen. Bei jedem zweiten Satz. Yay! Juhu! Hallo! So, ich spiele jetzt die blaue Liebesspitze mit dem Liebesstab. Was? Hast du auch Kami Cooper? Ja. Ich bin überrascht, Nachmacher. Wie schnell du da auf den Charakter gekommen bist. Ja, war erst vor mir, ich spiele ihn selber. Ich wollte erst einen politischen AfD-Witz machen über blaue Färbung von weißen Kapuzen, aber das habe ich dann gelassen. Das sind ja in knapp 2 Wochen auch Wahlen, ne? Wird richtig toll. Oh ja. Gott sei Dank, ich bin ein Panzer. Alter!
Scheiß Alter. Panzer. Großraumbüro. Ey, Alter! 80 Euro im Monat. Ich krieg gerade auch alles in die Fresse, als wäre hier Rabattwoche im Hamburger Straßenviertel. Hamburger Straßenviertel. Ich habe extra Straßenviertel gesagt zur Zinswürze. Hamburg hat mehr. Fun Fact: Hamburg hat mehr als ein Straßenviertel. Meinst du? Hamburg ist eine einzige Straße. Wir wissen noch alle, welche Straßenviertel gemeint ist. Genau. Hamburg ist eine Straße, wo nur gebumst wird und Drogen getickt werden und Hafen. Und ein überteuertes Opernhaus. Das stimmt allerdings. Die Fensterreinigung ist Wahnsinn. Ja, die reinigen quasi das ganze Jahr durch. Harry Potter und das wünschende Kind wird schon trotzdem mal ein Kumpel drin. Das stimmt. Oder König der Löwen. Oh, Barry. Da gibt es in Stuttgart bestimmt auch irgendwas, oder? In Stuttgart gibt es da immer irgendwas. Ist auch irgendein Musical oder so. Das Stuttgarter Straßenviertel. Das Stuttgarter Straßenviertel. Jetzt in 4K. Also 4K kriege ich auch mit meinem neuen Internetanschluss hin, also. Ja. 4K produziere ich morgens auf der Toilette. 4K CO2-Ausstoß. Oh ja. Ich habe 4 Kilo verloren. Das ist doch gut für die Gesundheit. Denken die Kolumbianer anders. Das sind die Kolumbianer anders. Nee, da hab ich auch gesehen die Tage. Ja. Mal andere Frage. Was haltet ihr bis jetzt von Ahsoka? Schwer begeistert. Ja, ich finde die Serie super, die ist besser als die Serie. Die vorletzte Folge war sehr gut. Ach, wo sie so viel gekämpft haben. Ja, wo sie da in der Welt zwischen der Welten ist. Mit Anakin, meinst du? Ja, das auch. Das war und ich fand auch den Auftritt von General Thrawn sehr gut. Oh, auf den habe ich mich der so hatte gefallen. Vielleicht der Anleihen an unsere deutsche Vergangenheit so optisch sehr stark, aber ansonsten. Also General Thrawn von seiner Uniform her. Ich hoffe, dass der Charakter nicht einfach nur böse gezeigt wird, weil der ist nicht so. Ja, also man hat ja schon in der letzten Folge gesehen, dass der ein bisschen mehr hinter Rübe hat, außer ich bin nur der Böse. Der konnte regelmäßig Palpatine widersprechen und hat's überlebt. Ja. Das war auch ein großer Gegner des Todessterns. Der kostet einen Haufen Geld. Soll das bezahlen? Naja, nicht wegen dem Geld. Eher wegen du zerstörst damit den ganzen Planeten. Nein, das auch nicht. Er fand es einfach nicht effektiv. Ist ja auch nicht. Nur, das, also er hat einen vorhergesagt, wie die Reaktionen sind. Ich habe gerade auf Audible die Bücher, wo er quasi bevor er ins Imperium kam. Und da wird er halt noch ganz anders dargestellt. Mhm. Und das ist so, wie ich ihn halt kenne. Deswegen, ich hoffe, dass sie ihn gut umsetzen. Also die erste Auftritte. Ja, bis jetzt die ersten Auftritte, aber der soll ja auf Dauer der Bösewicht sein jetzt für diese. Ja, ja. Also er wird ja noch öfters vorkommen. Ich bin mal gespannt. Wann kommen immer neue Folgen raus? Ich hab das gar mal nicht so. Mittwoch, okay. Und es kommen noch zwei Folgen kommen noch. Ah, okay. 8 Folgen. Hm. Ne, ich schaue immer zum Wochenende hin, dann meistens die Folge. Ja, ich auch. Meistens am Mittwoch. Hm. Ich wusste ein bisschen, wie es weitergeht. Ich kann da nicht warten. Na, ich habe jetzt ein paar Folgen gewartet, bevor ich da jetzt alles dann weitergeguckt habe. Ich habe nur die erste geguckt und dann den Rest am Stück. Jetzt vor ein paar Tagen. Sehr gut. Na! Oh Mann! Dann treffe ich ihn mit dem grünen Panzer, dann trifft mich ein scheiß Blitz! Mich hätte auch ein Blitz getroffen. Ja, aber. Das wäre scheißen, hä? Hätte ich nur meinen Panzer getroffen, hätte ich dich noch überholt. So konnte ich dich nicht mehr überholen. Ja, ich habe auch einen 5. Platz verloren, was soll ich sagen? Mir gefällt Balen auch unheimlich gut.
muss ich sagen. Der der böse. Ja, Mann. Ja, gut, böse. Oh. Hm. Schade, dass der Darsteller gestorben ist. Ja. Ja. Der hat gleich in der ersten Folge gedacht so, yo. Der hat gute Vibes. Ja. Also böse Vibes. Gute, böse Vibes. War ich das cool, der Kampf zwischen ihm und Ahsoka, wie du die verschiedenen Kampfstile siehst. Er halt so klassisch Ritter und sie halt eher so Samurai mit zwei Schwertern. Ja, er ist das erste Mal, dass der Kampfstil wirklich so gemacht wird. Ja. Also er schwingt wirklich, als wäre es eine schwere Waffe. Das finde ich gut. Ich finde es aber auch gut bei ihren beiden Schülern, dass du bei beiden noch siehst, ja, die können kämpfen, aber sind halt echt noch nicht so weit, dass die sich irgendwie gegenseitig überragen können. Also sie sind ja beide auf einem ähnlichen Level. Naja, nee. Also Bales Schülerin ist definitiv stärker als Sabine. Ja, schon, aber ist trotzdem du so, kannst nicht Gefühl. Sagen, dass sie auf demselben Level sind. Ja, trotzdem habe ich naja, das ohne, Gefühl, ohne Machtfähigkeiten würde ich sagen, ja. Wenn es nur um reinen Nahkampf geht, denke ich, ist Bales Schülerin besser. Ich finde es immer noch komisch, dass sie Sabine heißt und nicht Sabine. Ich finde es komisch, dass die durchlöchert wurden immer noch lebt. Ja, gut. Weltraummedizin. Damals ist jeder gestorben, wenn er vom Schlichtschwert nur gestreift wurde. Damals. Jetzt werden sie, ich meine, gut, okay, Darth Maul wurde nicht gestreift, der wurde durchgehackt und hat überlebt. Und der hat auch 20 Jahre später noch existiert, so. Aber Qui-Gon kriegt so einen leichten Stich durch den Bauchnabel tot. Ja, mein, war auch schon alt. Der musste los. Ja, und? Der musste los, jemanden suchen, der seine Tochter in Istanbul entführt hat. Achso, ja, deswegen muss er weg, Mann. Aber ich hab mir jetzt. Oh, ich weiß gar nicht, was das da war. Es gibt auch so eine komische Star Wars Kurzserie, so eine animierte. What If, meinst du? Visions. What If war ja Marvel. Nee, nicht Visions. Geschichten der Jedi. Ja, genau die. Ah, ich weiß, wie es endet. Ja gut, es ist ja zu jedem Charakter eine eigene Geschichte. Ja, es endet mit Anakin in einem Raum. Ich habe die ersten zwei Folgen gesehen. Ich fand das interessant mit Qui-Gon und... Ach so, und das! Nein, ich habe gerade eine andere. Ich habe gerade diese Kinderserie gemeint mit den Jünglingen, die Abenteuer erleben. Das meine ich, endet mit das Anakin. Nicht, aber jeder weiß, wie es endet. Ja, mit Anakin in einem Raum. Aber was ich jetzt schon ein bisschen komisch finde, so der Star Wars Lore so... Ja, Order 66 hat gefühlt alle jedes gekillt. Na, hier ploppen noch 10 auf und da kriegt noch 3 ihre eigene Serie. Ja gut, von 10.000 Jedis, die sagen ja immer, sie schätzen, dass 95% der Jedi getötet wurden. Ja. Das war aber auch vorher so. Und es leben jetzt weniger Jedis als in Legend. Ja. In Legend haben sie irgendwann irgendeinen besiegt, der vor 1000 Jahren in den Schlaf gefallen ist, weil die Rasse sich dann in Bäume verwandelt, war es ein Jedi-Baum und er wird genau dann wach, als ein Sith da ist und eigentlich kurz vorm Gewinnen ist und den dann tötet eigentlich. Okay. Ohne den Jedi-Baum hätten sie verloren. Ne, da ist er gestorben. Also. Weil er zu viele Machtfähigkeiten verbraucht hat, irgendwie sowas. Ganz komisch. Okay. Ich meine, Han Solo tötet Palpatine im Original. Echt? Ja. Wie das? Endgültig, er schießt ihn. No, macht das Sinn. Palpatine will von seinem Sohn den Körper übernehmen. Er ist lustig, so ein Führer von einer religiösen Sekte in einer Kutte will an einen Jüngling ran. Kennen wir ja absolut nicht. Wird dann von Han Solo erschossen und dann versucht er in der Junge noch mit seiner Seele einzudringen. Da kommt ein fliegender Mülleimer, der die Seele aufnimmt und der dann getötet wird. Moment, was? Ja gut, es war ein Jedi, der so schwer verwundet wurde, dass nur noch Kopfwirbelsäule war und da war im Endeffekt eigentlich nur noch so ein, also Teil des Torsos. Der war ein fliegender Droide mit einem Kamerakopf. Der hat die Seele aufgenommen und hat sich dann töten lassen und dadurch wurde der Palpatine getötet. Endgültig. Interessant. Wo kann ich das sehen oder nachlesen oder hören? Dark Empire, die Reihe. Ah, okay. Lustigerweise ist da eine der Entscheidungsschlachten im Rogue Leader auf der N64 das letzte Level. Ich glaube, da wollten die ein Spiel draus machen, ist aber nie was draus geworden, leider. Ja. Dark Empire war eine super Reihe. Da hat Palpatine halt so richtig gezeigt, was er drauf hat. Er hat Luke korrumpiert eine kurze Zeit.
Das war nicht beabsichtigt. Was? Was denn? Dass ich dir einen grünen Panzer in die Fresse haue. Ja, ja. Wärst du mir vorbeigefahren? Ja, aber ich wollte gerade auf Thomas schießen, als du mir da rein bist. Warum auf mich? Weil du vor mir warst. Tja, und? Alter, ruhig, hau ab. Alter. Nein, hau. Ach komm, ey. Ich gebe meinen ersten Platz nicht her. Ach Thomas, manchmal muss man Sachen loslassen. Nee. Doch, doch. Nee. Wieder eine Typ bei Titanic, als er auf die Schraube fiel. Dong. Das ist schon böse. Da sind mir auch die Tränen gekommen, aber vor Lachen. Vierter. Da kommen doch eher bei Rogue One die Tränen. Fällt da auch einer auf eine Schiffschrauben? Nein. Die ganze Hauptcast stirbt. Ja, ist gut so. Ist das nicht traurig genug? Doch, das ist gut so. Das war endlich mal ein Kriegsfilm. Die hätten ruhig einen überleben lassen können. Aber wisst ihr, was ich gerne mal hätte, ist mir letzten Tage aufgefallen? Ein Call of Duty im Clone Wars. Oh ja. Also. Oh ja. Von der Story her war es ganz geil. Ein Call of Duty im Clone Wars. Von der Story her, ja. Also du meinst einfach ein Call of Duty in Star Wars. In Klonkriegen. Ist in Star Wars Battlefront nur mit einer guten Story. Nicht so wie das komische Let vom zweiten Teil. Also ich will einfach eine Kloneinheit spielen, die irgendwo dabei ist und bei ein paar Schlachten dabei ist. Oder ja, das war doch keine Klon. Das war doch keine Kloneinheit. Zweiten. Ja, ich meine bloß von der Story her. Dieses, ja, wir sind jetzt da irgendwie Imperiumseinheit und dann Verräter. Da sollen sie ein Spiel zu The Bad Batch machen. Ja, von mir aus auch. Also ich will halt irgendwas irgendwo reingeben im Klon und Separatisten wegknallen. Viel verlangt? Republik-Kommando? Das ist schwer. Was? Das ist unfair. Schwer. Das ist doch schwer. Nee. Das letzte Level war schwer, okay, aber sonst? Ich fand den ersten Level da auf Geonosis schon schwer. Was? Okay, ja. Dann. Da waren Superkampf-Druiden mal endlich harte Gegner. Ich weiß, aber ich habe gedacht, ich krieg da einfach so einen seichten Clone Wars Shooter und auf einmal. Nee. Ich Dark Souls mäßig in den Arsch gebumst. Dark Souls mäßig. Ich glaube, du hast das falsch gesagt. Auf einmal kommen einfach aus allen Ecken diese komischen Geonasianer und du hast doch nicht mal Bloodborne durchgespielt. Das bei Republic Command, das ist nix. Das ist. Für einen Shooter fand ich schwer, ja? Ja, gut, das war ein alter Shooter. Ja, das nächste. Den können sie mal neu rausbringen. Also eine Fortsetzung. Ja, ein vernünftiges Remake oder Fortsetzung, ja. Es war ja eine Fortsetzung geplant. Ich finde es schade, dass sie es in Büchern und Comics fortgesetzt haben. Das Ende. Ich weiß aber, das Spiel bloß so krass, so der Anfang, der geht und irgendwie so ab der Hälfte von dem Geonosis-Level so, ja, okay, jetzt kriegst du einfach richtig aufs Maul. Das ist noch gar nichts, ey. Jetzt mal das zweite Level, das einfach dann so ein bisschen, also das zweite Kapitel, das so ein bisschen Horror dann auf einmal ist. Ui, nice. Am Anfang.
Ich hab's ja immer noch bei Steam, also ist ja nicht so, dass ich es nicht installieren könnte. Das war saugut gewesen, also es ist echt ein guter Shooter. Gute Umsetzung. Ist ja, dass er schlecht ist, auf einmal war einfach der Schwierigkeitsgrad so, ja. Ja gut, er ja, ist schon knackig gewesen. Deswegen, für, also wie gesagt, für einen Shooter halt echt knackig. Was war das? Und vor allem einfach der Wechsel so von, ja, easy Tutorial Mission hinzu, ja, jetzt ist aber... Pech gehabt. Ach, Thomas. Sorry. Aber ich muss ja durch. Ich habe es eilig hier. Ja, ciao, ciao. Von Chacha Bings, ja. Plattformer wäre auch was. Und ey. Ich würde würd ihn ständig runterfallen lassen. Ich habe den im ersten Film schon. Also, ich konnte den gar nicht ab. Ich verstehe es nicht, dass sie es nicht so gemacht haben, wie sie es geplant hatten und ihn einfach sterben lassen. Die Szene war ja sogar gedreht. Hat keinen Sinn gemacht, aber sie war da. Musste ja noch als Vertreter Naboos im Senat im zweiten und dritten Teil auftauchen. Und dran schuld sein, dass das Imperium so gewinnt. Ja. Wie der ist schuld daran? Wir hatten da sich dafür eingesetzt, dass Imperator Palpatine die Vollmachten bekommt. Kanzler Palpatine. Achso, ja, schon zu dem Zeitpunkt. Zum Imperator wird. Das wurde Amidala mit. Die hat das, hat doch, weil das so hoch. Ja. Und wer, hat, halt wer, hat den, wer hat den Senat, das Senatsgespräch geführt? Oh, er hat das gemacht? Halt Judge, ja. Ja. Der hat die Entscheidung rausgeblasen. Okay. Ja, das war dumm. Deswegen ist ja auch hier Mace Windu aus dem Window gefallen. Ha. Ah, der ist bestimmt, der kommt auch nochmal irgendwie zurück, weil er sich an seiner Vorhaut irgendwo festhalten hat. Der kommt nicht zurück. Kante. Der kommt nicht zurück. Wer kommt nicht zurück? Der ist tot. Wer? Mace Windu. Glaube ich nicht. Wie gesagt, der kriegt auch nochmal eine eigene Serie, weil mit der Vorhaut irgendwo in der Ecke von dem Gebäude hängen geblieben ist. Meint jetzt ernsthaft, dass hier... Ach Gott, wer hat den nochmal gespielt? Samuel Jackson. Samuel Jackson dann nochmal in die Rolle schlüpft? Den haben sie doch auch für die MCU-Serie da jünger gemacht, teilweise. Nick Fury meinst du? Ja, die Fury-Serie. Die war okay. Bisschen zu viel Alien-Love, aber ist okay. Alien-Love? Ja, bei der Fury-Serie. Das wäre Alien-Love auch Gold dabei. Och, klar, natürlich. Tja. Fand ich jetzt nicht. War das eine Alien-Alte am Ende noch abgeknutscht? Ja. Ja, gut. Das war auch sehr überraschend. Ja. Aber so viele Alien-Lauf fand ich jetzt, dass da jetzt drin war. Nee, das nicht, aber so gegen Ende so. Och, mein Schatz. Komm, lass uns einen Alf zeugen. So irgendwie. Lass uns einen Alf zeugen. Lass uns einen Alf zeugen. Auf nach Melmark. Hier gibt's Katzen. Gebraten, gut durch. Ah, oh Gott. Tom und Jerry heute im Angebot. Ah. Kein heutige Kinder. Sorry, Steffi. Noch Alf. Wir haben heute das Tom und Jerry Menü. Ah. Oh. Tut mir leid, Steffi. Tom und Jerry Menü. Gebratene Katzen. Was Jerry angeht, steht irgendwann mal Alf. Oh mein, oh Mann. Hat jemand die Dusche angelassen? Mensch, das kostet doch Wasser. Dann machst du doch aus. Ja, kann ich nicht. Ich bin klitzeklein hier. Aber bei dem Level muss ich immer an Tinykin denken. War ein gutes Spiel. Das ist ein gutes Spiel. Kann ich nur empfehlen. Wer einen einfachen, gemütlichen Plattformer haben will, 3D-Plattformer, rein da. Hab schon nie gespielt. Boah, Game Pass, vielleicht gibt es immer noch. Kann ich nur empfehlen, Tinykin. Hat Spaß gemacht. Ich bin so mehr der die Raymond-Fraktion. Was ist denn mit Raymond los? Das ist ein guter Plattformer.
Rayman ist ich super. Ich weiß aber, was ist mit Rayman los? Da gab es doch zwei, drei gute 3D- oder einigermaßen gute 3D-Teile so um die 2000er rum. Dann gab es noch ein paar komische 2D-Plattformer und das war es dann auch schon wieder. Komische 2D-Plattformer? Die 2D-Plattformer sind die besten. Also ich fand die optisch zumindest komisch. Ich fand die super. Ja, ich fand's auch super. Ich fand die bloß optisch komisch, weil ich Rayman halt jetzt aus meiner Kindheit nur als 3D wie können. Ich hab's mit 2D angefangen, weil das, also die ersten waren ja 2D. Ja. Ich hab die Reihe ja von Anfang an gespielt. Ich kenn's auch noch von der PlayStation 1, das erste Rayman. Ja, hab ich sogar. Was super. Ist da los, Ubisoft, mit Rayman, hä? Mach doch mal wieder einen guten 3D-Plattformer. Rayman ist jetzt beim zweiten hier Mario und Rabbids beim DLC. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das Spiel auch nochmal spielen soll, Sparks of Hope. Das ist ja auch eher so durchwachsen gewesen.